Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily, andere Seite, an, zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Es geht ab in die Land oder in das Land der wandelnden Seelen und wir probieren heute 1075 Meter zu schaffen, was heute gar nicht so einfach ist, denn es gibt gerade bei diesem ja bei dieser Meterzahl gibt es gerade wieder so eine Wand, gegen die man halt ein bisschen rennt. Aber wenn wir die schaffen, dann ja, haben wir die Goldmedaille sicher. Und ja, es wird wahrscheinlich auch noch gegen Abend wird es jetzt auch noch ein bisschen nach unten gehen. Ich schau mal, wie es aussieht. Also ja. Ich bin auch ein bisschen beeindruckt jetzt, was mir andere Leute hier so in die Kommentare reingeschrieben haben. Also da scheint es ja echt richtige Meister zu geben. Also großer Respekt und ich würde mich echt mal dafür interessieren, wenn ihr mir da ein Video schickt, wäre ich euch sehr dankbar. Vielleicht habt ihr aber auch ein paar Tipps, wie man gerade diese Grenze nachher ein bisschen schön schaffen kann. So, wir haben schon die erste Pause überwunden und sind jetzt gerade bei so einem kleinen Sprungteil. Das heißt, hier kleiner Sprung, hier nach oben wieder drüber. Ihr kennt die ganzen Elemente eigentlich schon. Heute ist es einfach nur wieder ein Reaktionsspiel. Es kommt nicht so sehr auf große Sprünge, kleine Sprünge an, sondern eher darauf, dass man im richtigen Moment einfach die Schlagtaste wieder ein bisschen drückt. So, hier auch wieder drüber schlagen, dann noch ein bisschen fliegen. Hier auch wieder drüber. Wir haben schon die 600 Meter Pause, war das jetzt. Hier auch wieder beschleunigen, drüber springen. Kleiner Sprung, groß. So, hier nochmal drüber. Hier auch drauf. Und wir haben es eigentlich gleich fast geschafft. Hier noch über die Ringe drüber. Das ist auch nochmal ein bisschen kurz Pause. Hier schnell nach unten die Reaktion. 900 Meter sind geschafft. Hier kommt wieder der Pause-Teil. Und jetzt geht es eigentlich nur noch hier die richtige Reaktion zum haben. Schlag, Schlag, Schlag. Und ja, ich denke, wir werden das gleich, ja, hier nochmal nach unten drüber springen. Und hier versage ich dann beim den richtigen Bomber zum Verwischen. Ja, wenn ihr nicht ganz mitgekommen seid an dem letzten Teil, dann einfach nochmal in Zeitlupe das Ganze ein bisschen anschauen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Anschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Und vielleicht werde ich nachher auch noch ein paar Runden Prison Architect aufnehmen. Ich danke euch vielmals. Bis dann. Ciao.